Moin Moin und herzlich willkommen zum Halbfinale des TWL Star Cross 2 Heart of the Swarm Turniers mit der Partie Lukas gegen Pakian und jetzt fehlt mir das Wort, wunderbar. Professionelle Beratung habe ich mir wieder von Wolfi geholt. Hallo. Ja, Halbfinale. Puh, das ist, auf das Spiel habe ich mich schon lange gefreut. Sicherlich neben der Partie zwischen dir und Wolf. Was ist denn los? Zwischen hier? Mir und gegen mich? Ja, wenn du gegen dich selber mal spielst. Nee, zwischen dich und Lukas. Mit wohl einer der qualitativsten Partien, die wir ja erleben dürfen. Star Station ist erste Map. Zerg gegen Terran. Der gute Pakian hier als Wehrwerks unterwegs. Spielt mal wieder Off-Race. Was sagst du so zu dem Match? Also ich bin wirklich auch gespannt wie du. Bin gespannt, was Lukas so aus dem Hut zaubern wird, beziehungsweise der gute alte Pakian, der ja eben mit seiner Off-Race spielt. Und es wird, glaube ich, echt schwierig für Pakian, weil es die Off-Race ist, aber schauen wir mal, was passiert. Ja, aber Lukas, sein ZVT ist ja, er sagt ja selber, das ZVT ist nicht so wirklich sein Matchup. Ja, schauen wir mal, wie sich das dann so entwickelt. Vielleicht schießt auch der eine oder andere. Man weiß es nicht. Glaube ich nicht, dass einer von den beiden schießen wird dafür. Also, ich würde es keinem der beiden Spieler wirklich zutrauen, dass sie sowas machen würden. Auf jeden Fall, ja, sehr gespannt. ZVT, schönes Matchup an sich. Wie gesagt, nicht das Stärkste von Lukas. Aber wie gesagt, Pakian halt nicht als Mainways unterwegs. Sonst hätten wir hier ein ZVZ. Verspricht auf jeden Fall einiges. So, Pakian schon mal Standard Supply Depot bei 10 in der Choke. Ja, Starbase. Klassische 4-Spieler-Map, sehr synchron. Symmetrisch, meine ich. Kurze Luftwege hier, dadurch, dass beide Close-Posi sind. Das wissen sie aber Gott sei Dank noch nicht. Nein, noch nicht, aber Lukas Overlord fliegt schon mal in die richtige Richtung. Ja, ich finde, ich bin mal gespannt, in welche Richtung der Beatos dann expandieren wird. Also ich gehe mal davon aus, halt einfach nach unten. Aber die vierte Echse ist halt dann schon ziemlich schwierig. Stimmt schon. Aber gut, schauen wir mal, ob es überhaupt 4 Echsen gibt. Ah, ich denke mal schon, das wird ein Makro-Game zwischen den beiden. Das wird so schnell nicht vorbei sein. Jetzt kommt hier noch der Scout-Drohne oder... Ne, hat Mineralien gesagt, da kommt die Echse. Kommt die Echse, ja. Was, Echse, 15er? Ja, wieder 15-15 ist, denke ich, ja so Standard bei... Das ist interessant. Bei dem guten Zerg. Das Interessante ist, früher war es eigentlich mal Standard, so bei 9 Supply einen Arbeiter zum Scouten zu schicken. Sieht man jetzt hier von beiden Spielern gar nicht. Hat sich da irgendwie was geändert oder so? Ich denke, das ist Präferenz einfach. Also es gibt nach wie vor viele Spieler, die bei 9 schon scouten. Viele machen es aber auch erst später. Es kommt auch immer auf deine eigene Strategie an. Also zum Beispiel sehen wir jetzt beim Pakian den Reaper. Und da muss er eigentlich einfach nur wissen, wo er hin muss. Aber es ist relativ wurscht, was der Gegner spielt, weil der Reaper Harris sowieso. Also insofern... Ja, der SCV, der gerade die Bags fertiggestellt hat, geht jetzt hier scouten, richtig findet hier den guten Lukas. Der kann darauf nicht so wirklich schließen. Oder hat er schon Pakian gesehen? Ich weiß das gar nicht. Also dadurch, dass der Scout jetzt kommt, könnte er sich halt eben überlegen, vom Timing her, dass er close sein muss und da rechts unten keiner ist, ist er links. Aber ich weiß nicht, wie das Timing aussieht, wenn er quasi bei 9 gescoutet hätte und crossed wäre. Eben. Das ist, darauf kann man sich halt nicht mehr verlassen. Das war für mich mal ein ganz guter Indikator. Schauen wir jetzt mal, wie er reagiert. Er hat ja jetzt erst die Queen im Bau und der erste Reaper ist schon auf dem Weg. Ja, das Spawning Pool ist halt gerade erst fertig geworden. Reaper jetzt hier da, hüpft drüber über das Cliff. Ja, weiß auch noch nichts, aber gut, jetzt weiß er's. Ja, keine Zerglinge auch nicht im Bau, ist er jetzt im Moment ein bisschen schutzlos. Ja, er hat keine Larve, also er kann nichts anderes machen. Jetzt hat er eine. Eine Drohne ist down. Aber es sieht so aus, Linge. Also ich glaube, er kennt sich mit der Situation aus und weiß ja schon ganz genau, wie er darauf reagieren will. Okay. Weil es höchstwahrscheinlich so jeder zweite... Terra gegen ihn spielt, insofern. Ja, kann ich auch sagen. Zweiter Reaper ist ja auch hier unten auf der Simo-Position. Okay, das war vielleicht wegen dem Scouten, aber er hat es ja eigentlich gesehen gehabt. So, Queen ist jetzt hier draußen, der Reaper ist noch in der Base. Ja, es bringt halt leider auch nichts mehr, den Reaper nur anzuschlagen, der muss wirklich sterben, weil er ansonsten mit seiner Regenerierfähigkeit... sich regenerieren kann, aber und das ist in die Arme der zweiten Queen gehüpft. Speedling Upgrade ist in der Mache. Weiß ich jetzt nicht, ob es direkt eine Reaktion auf die Reaper war oder ob es vielleicht schon auf die nächsten Tech hindeutet. Also interessant ist auch schon jetzt der Worker Count. Also
Bitos hat sich da wirklich überhaupt nicht rausbringen lassen. Also Lukas hat sich nicht rausbringen lassen. Die Reaper machen keinen Schaden. Insofern ist er jetzt absolut in der Vorteilsposition. Ja, stimmt schon. Und da muss jetzt eigentlich Pakyan irgendwas machen, um das zu verhindern. Also Ex gerade. Ex ist jetzt durch. Jetzt haben wir hier eine Factory, haben wir hier mit Reaktor dran. Und da kommt noch ein Starport, 1-1-Bild. Techlab an der Barrack. Während das ein Tech der Lukas? Ich könnte mir vorstellen, dass er Speedlinge, Banelinge, Mutas spielt. Ja. Und bis jetzt, wie gesagt, 1-1-Bild. Da können durchaus ein paar Marauder mit Medivacs und dergleichen kommen. Hat hier noch ein paar Linge dran. Ist jetzt hier Factory, zwei Halions werden da gebaut gerade. Das hat er gesehen. Und pack hier, dann setze ich mir die nächste Echse auf. Das wollte ich gerade sagen. Ich wundere mich, dass Lukas noch keine dritte Echse, also keine zweite Echse spielt. Ich weiß allerdings nicht, wie das Timing ist, aber ich hatte eigentlich gedacht, dass er jetzt in seiner komfortablen Situation durchaus weiter Echsen kann, weil saturiert wäre er. Durchaus. Passt. Ja, bei den Hellions und einem Reaper machen sie jetzt auf dem Weg. Stimpack wird übrigens auch erforscht, spricht also für ein bisschen mehr Bio jetzt hier bei Pakian. Und Lukas ist mit auf dem richtigen Weg. Erforscht jetzt hier auch das Melee Attack Upgrade und Ground Defense. Das heißt, es werden auf jeden Fall bei Lingen erstmal bleiben. Jetzt kommen die Hellions rein. Schauen wir mal, was er an Schaden machen kann. Lukas hat das aber schon gesehen und wird ihn jetzt auch gleich surrounden. Oh, ist schöner Surround und da kriegt er auch gleich direkt beide Units. Das war sehr gut gemacht. Ja, da sollte jetzt aber vielleicht nicht hinterherlaufen die Hellions, aber sie verhaken sich da so ein bisschen. Die einen kriegt dann auf jeden Fall noch down. Ja, mit dem zweiten auch noch, wenn er es gut macht oder beziehungsweise der Pack ja nicht aufpasst. Aber man muss ja immer sagen, in diesen Mikroaktionen, also selbst wenn quasi ein Fehler gemacht wird, währenddessen muss der Spieler ja noch zig Sachen machen mit Makro und weiß der Geier was. Also insofern ist das ja. Ja, und Spire wird aufgesetzt übrigens. Also Mutas werden auf jeden Fall kommen. Von Banelingen sind wir noch nichts. Alle Gas sind bis jetzt genommen und die zweite Echse ist im Bau. Zweite Echse ist im Bau, ja. Also es sieht sehr, sehr gut aus für den guten Alex. Ja, hat ja 400 Mineralien mehr, sammelt doppelt so viel Gas. Auch im Moment zwar keine Mutes am Start beim Terra, aber ja, Medivac draußen, sonst haben wir jetzt hier. Ein paar Kerben bunkert sich ein bisschen ein. Sichert zumindest seine Echse mal ab. Ja, dass jetzt hier kein so ein Run-By von den Speedlingen kommt, der übrigens jetzt gerade kommt. Also das wird schon interessant sein, weil Units-mäßig hat er ja eigentlich fast nix. Ja, wir sind aber auch Army-Supply 15 zu 11, also das ist jetzt nicht so groß. Da kommt er durch. Ja, da ist jetzt auch der erste Tank. Das sieht ich natürlich schon und ja, da werden die Linge jetzt gesandwicht. Aber der Tank ist down und jede Menge Worker nochmal und gerade in Workern ist er ja nicht im Vorteil gewesen. Ja. Dementsprechend ist das teuer. Ist das teuer. Ja, vier Worker sind downgegangen, Nummer 5, Nummer 6. Die Mules können auch nicht, konnten auch gerade eben nicht arbeiten, also dünn. Das ist ganz schwierig jetzt gerade. Ja. Wenn das ein guter Creep-Spread vom Lukas. Guter? Das ist ja, Gott, sind das viele Crypto-Ball, das ist ja Wahnsinn. Ja, es macht die dritte Queen, also er hat sich eine dritte Queen geholt und die hat jetzt nichts zu tun, aber man muss es natürlich auch machen, so ist es nicht. Ja. Also, schon und schon kommt wichtig. Jetzt die nächste Exit. Also da wird er jetzt einfach pumpen können ohne Ende. Die Linge sind da immer noch drinnen. Oder schon wieder, ich weiß es gar nicht. Jetzt können wir auch die Mutas hier da, kann ja die Marines auseinandernehmen, das sieht sehr gut aus für den Zerg, muss man ja mal sagen. Und dann kommt das GG, ja, war ein schnelles Spiel. Also das war jetzt doch ein bisschen überraschend. Ja, mit den Reapern konnte er, glaube ich, nicht den Schaden machen, den er erwartet hat. Und das ist halt einfach dann schon mal eine schlechte Ausgangssituation, wenn du da die Echse nicht verhindern kannst oder halt auch nicht delayen kannst, wenn du einfach von Anfang an quasi hinten bist, dann ist es, glaube ich, ziemlich schwierig. Es gab auch keinen einzigen Scan von Pakian in die Base von Lukas, oder? Hab ich mal keinen gesehen. Hätte jetzt auch ehrlich gesagt nicht so den großen Unterschied gemacht. Also es war jetzt nicht der Scout, der gefehlt hat, sondern es war einfach die Echo, die deutlich besser war vom. Ja, aber als Terra kann man sich schon leisten, so auf zwei Base zu bleiben eine Zeit lang und mit den Mutes kann man das so ein bisschen ausgleichen wenigstens und sich zumindest noch im Spiel halten für einen längeren Zeitraum. Das stimmt natürlich, ja. Naja, schauen wir mal, was jetzt passiert. Ja, Map Nummer 2, Daybreak hat er sich hier gewünscht. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, da sind wir wieder. Map Nummer 2, Daybreak Alley hat sich hier Pakian ausgesucht, der weiterhin auf Terran schwört. Sein Match gegen Lukas, den Zerg. Und Wolfi ist auch noch mit am Start. Hallihallo. Ja, du hast ja die Map vorhin schon mal ganz kurz gesehen. Bekannt oder nicht bekannt?
Darauf habe ich nicht geachtet, aber wir sehen es ja gleich, wenn wir fertig geladen haben. Ich denke schon, dass ich da schon mal drauf gespielt habe. Ja, allerdings noch nicht im Turnier, glaube ich. Aber es ist eine recht interessante Map, finde ich. Ist ein bisschen offen zur Seite hin. Also man kann durchaus mal mit Air Harrison, aber ja, stimmt, ist ganz witzig. Sieht ein bisschen verwirrend aus. Choke ist in Ordnung bei der Nashville. Ja, die hat eigentlich zwei Zugänge. Oh, interessante Map auf jeden Fall. So, wir sehen hier Lukas, der hier im Moment 1-0 in Führung liegt als rosanen Zerg auf der Simo-Position und Pakian hier als orangenen Terraner auf der 1-0-Position. Ich bin mal gespannt, was der Pakian jetzt da gut auspacken wird. War er gerade ziemlich, hat er ja ordentlich ins Gesicht bekommen. Ich denke, dass er jetzt ein bisschen solider bzw. Ecke-orientierter spielt. Also ich denke, vielleicht ein Timing-Push mit einer Echse und auf den Reaper Harris verzichtet, weil der hat ihm ja, also da hat er gesehen, okay, gut, das bringt nichts, der Lukas hat das völlig unter Kontrolle, lässt sich da auch nicht aus der Ruhe bringen. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass er ein bisschen auf die Echo-Tour jetzt spielt. Schauen wir mal. Ja, vor allen Dingen die Helens haben halt nichts gebracht mit der Fack. Also hat er zwar seine zwei Helens, nee, was war, wie viel der? Drei? Zwei? Naja. Ja, eine Handvoll. Und die haben auch nichts gebracht. Also nee, wenn ein ganzer Tech halt schon quasi gekontert, beziehungsweise er hatte ja auch einfach das Pech, dass der Lukas ihn sofort surrounden konnte, weil er ihn gesehen hat. Und damit war der halt schon gescheitert, der Angriff, bevor er überhaupt stattgefunden hat. Das stimmt allerdings. Ja, Standardbild sehen wir jetzt hier. Barracks wird hier aufgesetzt. Lukas ext mal wieder. Wieder 15-15? Yep. Beziehungsweise der Pool kommt gar nicht bei 15. Der kommt später. Ist mir ehrlich gesagt, also ich weiß gar nicht, wie normal das ist, aber ich finde es immer relativ riskant, wenn der Pool so spät kommt. Naja, kommt halt auf die Map an. Ich meine, die Laufwege auf der hier, die sind schon, die haben schon ein bisschen in sich, muss ich ja mal sagen. Er wird schon wissen, was er tut. Also, ich glaube, da kann man sich ruhig leisten, diese Fast-Exe zu spielen, 15 Hedge und dann den Pool halt danach zu ziehen. Schau mal, 12 Lagerdauer haben wir ja auch noch. Die decken zumindest die Zugänge zu den Bases, also die Hauptlaufwege. Also meine Prediction war leider schon mal falsch, es kommt nämlich der nächste Reaper. Der gute Beatos sieht das aber direkt. Also wenn er versucht zwar jetzt zu fliehen, falls es ein Marine ist, aber ich schaue jetzt mal auf seine Sicht. Ja, er sieht ihn. Er kann es auch, glaube ich, rein, wenn du Vision drauf hast, kannst du doch reinklicken ins Gebäude und das sehen, was gebaut wird. Nee, das kannst du nicht. Nicht? Nee. Mir war so, als wenn das immer gehen würde. nee, das wäre ein bisschen arg imbar. Ich habe hier immerhin was, um Wischen zu haben, ne? Also, naja. Aber da wäre halt, wie gesagt, jetzt der Möwen halt besser gewesen, weil damit hätte den Ovi vielleicht sogar runterholen können. Paar Ken-Ex jetzt hier übrigens auch. Ja, schauen wir mal. Reaper kommt jetzt hier rein. Queen ist noch lange nicht fertig. Von jetzt muss er halt mal Schaden machen. Also da muss er jetzt wirklich mal Schaden machen und, ja, schön von Lukas. Drohne. Es ist schwierig. Also macht er sehr gut, der Beatos. Schauen wir mal, wie viel er down kriegt. Jetzt kommt der erste Kill, den hat er vorhin auch noch geschafft, aber ein Kill ist halt auch viel zu wenig, also da muss schon ein bisschen mehr rauskommen. Jetzt zweiter, das sieht schon besser aus. Aber da kennt Pakian ganz gut die Timings, also er hat gesehen, okay, 440, jetzt ist gleich die Queen draußen und zieht sich sofort zurück. Das Kit auch gar keinen Schaden, kommt jetzt mit dem zweiten Reaper und versucht jetzt an der Echse weiterzumachen. Die Queen schon fertig an der Echse. Der eine Reaper überlebt hier noch. Gucken wir, es kommt nachher ein einzelner Marine hier unterwegs. Versucht er die Queen zu fokussen. Einfach ein bisschen Schaden machen. Also ich meine, er regeneriert sich ja deutlich schneller als die Queen. Und insofern muss er jetzt einfach schauen, dass er da ein bisschen Schaden macht oder auch einfach ablenkt. Also ich meine, wenn der Beatos nicht makrot, dann ist das ja auch schon ein Gewinn. Exe jetzt hier fertig. Die zweite Exe setzt Pakian auch schon mal gleich mal mit auf. Und Factory ist auch gleich am Start. 1-1 wird bis jetzt. Jetzt kommt er wieder rein mit voll regenerierten Reapern. Das geht recht schnell, ja. Aber jetzt muss er aufpassen, dass er hier keinen verliert. Aber es sieht ganz gut aus. Das macht er in Ordnung. Speedling Upgrade ist im Bau, sechs Linge sind auch gleich draußen. Tja, diesmal scheint dann Lukas ein bisschen mehr zu stellen. Gucken wir auf den Harvest-Account. Ne, 31-21, das ist fast genauso wie beim letzten Game. Also. Ja, gut, aber das ist noch nur ein kleiner Vorteil. Und, also ich meine, jetzt mit dem zusätzlichen Command Center, das wird er wahrscheinlich auch in der Base lassen, um da einfach weiter zu pumpen. Das kann durchaus sein. Und, dann hat er relativ, also dann kann er zumindest einigermaßen mithalten. Schauen wir mal, vielleicht pusht ja auch der Lukas. Gut, jetzt kommt der Tech, dann wird es wohl wieder Muthaus werden, würde ich jetzt aber mal behaupten. Durchaus möglich, ja. Hier Reaktor in der Fake, aber er baut nur ein Helm. Auch sehr interessant. Ja, vielleicht hat er nicht genug Geld, als er den Auftrag gegeben hat. Ja, möglich.
Was haben wir hier noch? Evo Chamber wird genommen, zweites Gas an der Main, Gas jetzt an der Exe wird genommen. Ein Paket kommt jetzt, suchst du jetzt hier von der Seite? Ne, er hat nur geguckt, ob Lukas schon wieder geäxt hat. Was er so langsam eigentlich wieder mal machen könnte als Zerg. Und wir sehen jetzt hier drei weitere Barracks mit Tech Labs, den wird erforscht, an der anderen wird der Reaktor gebaut, das können Bio werden. Ja, Bio, Bioball würde ich jetzt auch mal sagen. Also ich finde auch das Building Placement jetzt nicht schlecht von Pakyang. Er versucht da so ein bisschen diesen Linger-Run-By zu steuern, indem er da jetzt eben nach und nach so das eine oder andere Gebäude hinbaut. EBay jetzt hier stimmt schon. Weißt du, war lustigerweise die Platten noch mit dem Bunker? Ja, die sind ja keine, also da kann er drüber laufen, aber er kann nichts drauf bauen. Also sprich, das ist wie ihn immer eher ein Dorn im Auge. Ja. Und das hat immer auch die Gefahr des Missklicks. So, Attack-Upgrade ja, ist in der Mache, Spire wird aufgesetzt, so haben wir ihn unten in der Main nicht sonderlich versteckt. Ein Scan könnte den durchaus erkennen. Also ich meine, mittlerweile ist auch der Harvester-Count jetzt nicht mehr so in Vorteil von Lukas. Ja, 41,38, nee, nicht wirklich. Armee-technisch. Income. Das Income ist sogar wie immer größer beim Terra. Mutes for the win, ne? Dann sammelt einfach mal findet eine Reihe mehr, aber weniger Gas dafür bei ihm. Ja, deutlich weniger, aber da wird er jetzt Abhilfe schaffen, er baut gerade drei Raffinerien. Ja, ist ja auch absolut, ist bei null an Mineralien. Das Stim ist gleich durch, danach kommen auch direkt die Kampfschilde. Und jetzt sehen wir auch eine Echse von Lukas. Attack Upgrade für die Marines wird auch erforscht. Aber ich habe noch keinen. Gerade eben kam ein Scan in die Echse, in die Main. Er hat den Schößling gesehen. Ja, er hat ihn gesehen, gerade so noch. Dann kommen jetzt auch hier direkt die ersten Rocket-Türme, denke ich mal. Ja, werden schon zwei gebaut. So, hier konnte man die Haynes abfangen, der gute Zerg. Ja, zwei Turrets sind im Bau. Was haben wir hier noch so? Armory ist noch in der Mache. Ja, so jetzt deutlich solideres Spiel als vorhin. Ich glaube, er hat jetzt auch einfach wieder ein bisschen sich reingefunden in seinen Fluss. Und zwei weitere Barracks kommen, aber ich habe irgendwo schon mal einen Starport von ihm gesehen, ne? Starport kam noch nicht näher, weil der wird näher jetzt auch nicht gebaut. Naja, gut. Bioball geht auch ohne Luft. Das wird aber schwer. Ja, Flieger-Tech-Upgrade ist jetzt in der Mache. Jetzt kommt der Raumhafen. Jupp, da haben wir ihn. Aber die ersten Mutas sind schon draußen. Die kommen jetzt hier über ganz rechts außen in die Echo rein. Das ist immer dasselbe. Man läuft gerade raus, wenn die Mutas reinkommen. Aber er riecht es. Und da geht er auf die ersten Turret, den kriegt er noch down. Kann ich einen Mutter, aber hat er nicht weggezogen. Schlecht da gemacht von ihm. Kann jetzt hier zwei, drei Worker kicken. Ja, jetzt muss er hier ein bisschen aufpassen, der packt ja, dass er nicht zu viel verliert. Aber auch Lukas hat hier zwei Mutas verloren. Ich meine, die waren teuer im Frühen. Ja. Infestation Pit kommt jetzt auch beim Zerg. Ich würde fast glauben, er verliert gleich noch einen, wenn. Ja, jetzt wird gefokust und zack ist der erste down, der zweite geht nicht mehr. Geused. Oh, doch, ja, der zweite auch noch. Oh, oh, oh. Also, das war jetzt sehr, sehr teuer für Beatles. Aber gut, ist seine zweite Echse läuft mittlerweile. Jetzt kommen da hoffentlich gleich, genau, da kommen jetzt gleich die Worker ins Gas und dann hat er meinen ordentlichen Income. Ja, 1800, 1900 bei 500 Gas, teilweise 600. Kleiner Income-Vorteil hier für den Zerg gegen den Taber. Und er taggt jetzt auf Tier 3, also sprich, er wird wahrscheinlich auf Ultralisten gehen. Ja, das ist eine Einheit, die er gerne hat. Und die sind auch einfach toll. So, er forscht auch Armor ab, Stufe 2, Attack Stufe 2, setzt jetzt sogar noch eine Off-Hatch hin. Ja, er sieht langsam, also eigentlich perfektes Timing, er sieht, okay, ich krieg Overmins, ich krieg das Zeug nicht weg, also fangen wir an, schon mal die Off-Hatch zu bauen. Er äxt auch nochmal an der richtigen Echse, also er versucht jetzt hier das einfach wieder über die Echo reinzuholen. Und wenn man sich die Worker anschaut, hat schon noch immer noch einen guten Vorteil, aber man muss ja wirklich sagen, der Terra kann da durchaus auch mal hinten liegen und trotzdem gleich auf sein. Wie jetzt zum Beispiel in dem Fall jetzt hier. Ja, Bending, das wird übrigens noch aufgesetzt, noch nebenbei. 110 Supply hier beim Zerg, 113 beim Terra. Ja, der Terra versucht jetzt seine Echse zu securen, hat auch die ersten Medivacs schon. Da kommen jetzt nochmal die Mutlos-Böse rüber. Ja, es sind nur vier, also mit den vier Stück wird er jetzt nicht mehr viel reißen können. Ja, also da kann er höchstens mal scouten, aber. Ja, also er kann sich da sicherlich denken, dass der Parker jetzt versucht zu exen, weil sonst, warum soll er da sonst seine. Ja, deswegen zieht er jetzt auch schon seine Linge zusammen. Ich gehe mal davon aus, dass er da jetzt einmal mal mit den Lingen reinrusht. Oder vielleicht sogar seine Linge splittet, also einen Angriff vortäuscht und dann versucht irgendwo anders reinzukommen.
durchaus möglich. Uli Kevin wird aufgesetzt. Die Olli Kevin. Also haben wir hier auf jeden Fall die schönen großen Ullis am Start nachher gleich. Scorpion Green wird hier fertig gemacht. So, Exit Star wird auch sofort genommen. Mules am Start und schießt das Income dann gleich wieder hoch vom Terra. Also das Supply sieht halt jetzt aber im Moment auch relativ schlecht aus, wenn es sagt, muss man sagen. Also da muss er jetzt ein bisschen anfangen zu pumpen, falls Pacquiao den Army Supply, also Army Supply liegt ja komplett hinten, 48 zu 82, also... Ja, und jetzt kommt auch der Go, also insofern muss er sich jetzt ein bisschen anhalten und Units bauen. Ja, gut gesagt, der Go. Ich meine, er hat die Ressourcen, aber er wartet jetzt halt noch auf die Tech-Gebäude, um nachher die Ulis rausrotzen zu können. Jetzt kommen noch ein paar Banelinge. Wir werden nochmal gemorpht. Attack Stufe 3 ist in der Mache, ebenso wie bei Pacquiao auch übrigens. Also der Terra muss sich jetzt ranhalten, weil jetzt hat er gerade ein Zeitfenster, wo er echt was reißen kann mit seinen 2-2 Upgrades. Kommen dann hier die Banelinge. Die Banelinge kommen beim Zenaga-Tower von Lukas. Jetzt kommen so, jetzt 9 sieht Lukas, was los ist. Ja, gut, wenn die ersten Ultralisken da sind, dann sieht schon wieder ganz anders aus. Also ich finde, er darf da halt jetzt nicht fighten. Ja, sollte er nicht machen, er fehlt hier sonst. Aber er macht's, er probiert's. Trotzdem. Banelinge zünden hier gut, hauen hier da gehen einige Marines down. Da war es sehr viel down gegangen, also kann man wirklich nicht sagen. Supply-technisch hat sich jetzt auch wieder absolut umgedreht, insofern... Ja gut, da sind halt auch die Ultralisken noch am Bau, ne? 11 Stück inzwischen. Ich meine, die kosten ja dann auch schon zu viel. Ja, und da fällt ein Overlord nach dem anderen. Oh ja, und Lukas muss aufpassen, jetzt ist ja gleich Supply-Block hier. 178, jetzt ist das Supply-Block, jetzt sind die Ullis da. Gut, und jetzt weiß Pacquiao auch, was er bauen muss. Es kommen jede Menge neue Marines nach und ich gehe mal davon aus, dass er jetzt... Er droppt in der Main, jetzt mit seinen Medivacs. Oh ja. Die Ullis sind schon da, jetzt geht er wieder... Aber er hat halt nichts gegen Luft, also ich meine, die Queen kommt, macht einen Down, aber da war nicht Marines mit dem Panzer in der Mitte. Das wird so geschlagen. Auch in der Mitte gibt es den Kampf weiter mit den Space Marines. Ah, ich würde sagen, hat der Zwerg jetzt hier doch schon deutlich im Vorteil. 178 zu 130, also... Ja, jetzt hat es sich wirklich rauskristallisieren. Dann werden wir sehen. Vielleicht kann er auch ein paar Tanks aufstellen. Das könnte den Ansturm des Zwergs verlangsamen. Ich fürchte halt, dass er die Echse nicht halten kann. Nee, die wird er nicht halten können. Denke ich auch nicht. Aber wenn wir uns halt anschauen, wie viele Echsen hier schon gebaut sind, also das Income vom Zerg wird ja nicht geringer dadurch. Ja, und der noch so viel auf der Bank, oh, der Panzer steht da sehr schlecht auf der Schoko, gibt nur einen Schuss ab. Ja, krass, also. 2-0 Sieg sieht das hier so aus. Aber ging ja ein bisschen länger das Spiel diesmal, also war ja durchaus ein Makrospiel. Und da kommt das TT. Oh, das ist ja schon fast eine Überraschung. Ich will jetzt Lukas hier nicht schlecht reden, aber Pacquiao war bis jetzt eigentlich relativ dominant im Turnier und es ist auch, wie gesagt, nicht sein stärkstes Matchup vom Lukas. Ja, aber da merkt man halt dann einfach, jemand, der seine Race immer spielt und jemand, der seine Race halt nicht so häufig spielt, macht halt dann doch einen Trainingsunterschied. Mhm. Aber es war durchaus auch knapp, also es hätte auch anders ausgehen können, bin ich der Meinung. Ja, und der Time-Push, der wäre ziemlich böse gekommen in der Zeit, wo Lukas gerade den Tech-Switch gemacht hatte. Da hat er ja fast gar nichts. Ja. Also wenn er ein bisschen früher Go gemacht hätte, und also beziehungsweise die Banelinge haben halt auch sehr, sehr gut gesessen. Also da hätte uns die Marauders gefehlt, um das irgendwie zu blocken, ne? So ja, also die gingen ja durch wie durch ein Messer durch die Butter und dementsprechend war es dann schon vorbei. Ja, sehr schade, aber gutes Turnier vom Pacquiao, kann man nicht sagen. Er ist jetzt im Spielplatz Platz 3 gegen... Ja, auf jeden Fall. Spiel zum Platz 3 ist jetzt Pacquiao drinnen gegen Drache dann. Und wir haben unser Finale. Ich freue mich. Ein weiterer Zerg. Juhu. Du hast ihn ja in der Vorrunde geschlagen, also, oder? Ja, habe ich. Ja. Zur Überraschung. Ja. Stimmt, das waren eigentlich auch schöne Spiele. Ich habe sogar selber. Ja, ich müsste es wissen, ich habe es gecastet. Du hast gewonnen gehabt, ja. Das wird auf jeden Fall ein interessantes Finale zwischen euch beiden. Termin schon angesetzt? Nein, aber schauen wir mal. Vielleicht ist es ja gleich. Ohohohoho. Naja, ich freue mich drauf. Ich sag mal, ich auch. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.